asozial, dafür trete ich ein, wo wir im Sinne einer Sozialfuchskampagne als Sozialfüchse unterwegs sein wollen, um unwürdige Zustände aufzudecken, aber auch Positives aufzuspüren, beides öffentlich zu machen und selbst aktiv zu werden. Und dieses Tafelprojekt ist ein zentrales, aber eines von mehreren Projekten im Rahmen dieser Kampagne. Uns geht es darum, in zeitgemäßer Form nochmal das neu zu beleben, was die KAB ja eigentlich auszeichnet. Nämlich in besonderer Weise das Sehen, Urteilen und Handeln zu praktizieren und dabei, so haben wir es genannt, halt insbesondere auch die Phänomene, in denen sich unwürdige Zustände zeigen, halt auch in den gesellschaftlichen Bereichen Ökonomie, Ideologie und Politik anzugucken und auch ihre historische Entwicklung zu analysieren. Liebe Freundinnen und Freunde der KAB, hochverehrtes Publikum, haltet ein mit Gehen, bleibt doch einfach stehen, müsste eigentlich Fußgängerzone. Ne? Denn nur wer stillhält, der wird sehen, wie die Reichen unsere Welt verdrehen. Wir zeigen euch das böse Spiel vom wohltätigen Kalkül, der Lebensmittler und Discounter, der Tafelhelfer und Allrounder, der Politik in Stadt und Land. Dies tun wir in Augsburg hier bekannt. Und ehe man sich versieht, hat sich das Blatt gewendet, der Arme wird nicht mehr geschändet. Kommt her und seht, wie man auch als arme Frau und armer Mann sich wehren und aufrecht stehen kann. Wir bringen also zur Aufführung die Tafelgesellschaft oder das Spiel mit der lieben Not. Was mache ich nur mit diesem ganzen Überschuss von Ware? Mache ich sie billiger? Habe ich Verlust? Spende ich sie? Tue ich ein gutes Werk? Tue ich sie in den Müll und entsorge sie? Kostet mich ja wieder Geld. Was mache ich nur? Ach, ich habe eine Idee. Es gibt doch die Tafeln. Dort entsorge ich meine Ware. Schönen guten Tag. Ich habe hier Ware, die möchte ich Ihnen gerne spenden. Das ist ja wunderbar. Ich freue mich, denn ich habe dieses Mal nicht so viel Ware. Und es kommen ja doch immer so 200 Personen, also Menschen, die dringend Ware bedürfen. Und ich mache das gerne. Ich mache das gerne. Ich tue ja ein gutes Werk damit. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Aber ich hätte von Ihnen gerne eine Bescheinigung, eine Spendenbescheinigung. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Ja, selbstverständlich. Einen Moment bitte. Danke. So, bitte schön. Okay? Dankeschön. Wiedersehen. Ich freue mich. Das nächste Komm, Mal bitte ich immer wieder. Ja, danke schön. Ja. Das ist ja toll, guck mal, das ist sogar hier. Und Sahne ist mir das. Wir haben jetzt geöffnet, Sie können kommen. Bitte schön. Was haben Sie bitte? Ja, auch schon. Sie warten bitte, ja? Bitte schön, ja. Ja, ich habe drei Kinder, wir sind fünf Personen. Wie geht es den Kindern? Na ja, wir haben ja nichts. Sie freuen sich über alles, was sie kriegen. Ich habe hier schon mal eine Tasche für Sie vorbereitet. Und ich habe jetzt auch gesehen, ich habe Sahne bekommen, das ist wunderbar, ne? Die mache ich Ihnen dann noch rein. Und dann, Sie haben ein ganz kleines, gell? Ja. Bitte schön, da habe ich auch noch Schokolade für Sie. Aber ich hätte gerne auch den Tafelbeitrag. Ach so, ja, bitte. Ich danke Ihnen schön. Das muss sein, Sie wissen ja. Bitte schön. Der nächste, bitte, ja. Ich bin vor Ihnen. Ich bin dran. Ich habe meine Nummer. Nein, muss ich mal ganz was sagen. Sie wissen, wie die Ordnung ist. Sie haben alle ich habe die Nummern. Nummer vor Ihnen. Ja, jeder kommt dann mit der Reihe nach. Bitte schön. Jetzt mein Euro. Dankeschön, ja. Für Sie habe ich auch. Ich habe eben Ware dazu gekriegt. Für Sie habe ich auch noch. Sie mögen doch Joghurt, gell? Ja. Das ist doch richtig, ja. Ja, aber eigentlich bräuchte ich auch andere Dinge. Ja, andere Dinge sind auch drin. Aber hat eben auch Joghurt heute für Sie. Und, reicht das? Sie sind ja nur zwei Personen. Bitte schön. Danke. Was wollen Sie denn noch? Dein Euro. Ich habe Sie doch eben weggeschickt, oder haben Sie das mitbegriffen? Dieses Vordrängen geht nicht. Aber es geht der Reihe nach. Nein. Kommen Sie das nächste Mal und dann stellen Sie sich bitte an.
Guten Tag. Ich wollte Ihnen schon immer im Namen meiner Partei danken, was Sie für unsere Gesellschaft und für die armen Menschen in unserem Land tun. Vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Darf ich jetzt mal nachfragen, welche Partei sind Sie denn? Ich bin von der Partei CDFGL. Ah ja. Freut mich, dass Sie auf uns aufmerksam geworden sind. Auch Ihnen, Frau Dadel. Herzlichen Dank für Ihr Einsatz für die Menschen in unserer Gesellschaft. Ach, das tut sich ja gern. Ich freue mich, wenn die Leute dann was bekommen. Und schauen Sie. Die Presse. Ja, aber das ist schon wieder eine Treppe, was ich wirklich brauche. Das ist so beschämend. Das muss doch möglich sein, dass ich mir selber die Sachen kaufen kann. Ich will doch selber meine Familie ernähren. So geht das doch nicht. Und ich habe gar nichts. Ich gehe leer aus und nur weil ich eilig habe, weil ich einen Termin bei der AGA habe. Und bei mir ist die Situation zu Hause so schlimm. Mein Sohn ist 30 Jahre alt, hat eine besonders gute Berufsausbildung und kriegt keinen Job. Ja. Nur ab und zu Billiglohnarbeit. Und deswegen hat ihn seine Frau verlassen. Und er sitzt zusammen mit den drei Kindern. Und ich kriege auch nichts. Arbeit. Und das Jobcenter müsste mindestens 500 Euro Hartz-IV-Regelsatz bezahlen, damit man leben kann, einigermaßen anständig. Ich will meine Sachen kaufen. Aber wer soll das denn bezahlen? Wir können den Regelsatz doch nicht schon wieder erhöhen. Ich möchte eine Arbeit haben, wo ich leben kann. 10 Euro die Stunde. Das wäre ganz gut. Das Land hat einen Aufschwung. Wer bei uns Arbeit haben will, der findet auch Arbeit. Also meine Stelle ist wegrationalisiert worden. Und ich will auch nicht in eine Billiglohnarbeit geschoben werden. Ich will frei sein und mir eine Arbeit wählen können, von der ich auch leben kann. Und ich will mich nicht weiter schämen müssen. Die Politik, die sollte sich schämen. Ja. Ja. Die Unternehmer sollen sich schämen. Ich will das alles nicht mehr. Nein, ihr habt ja den ganzen Tag. Mach mal. So nicht. Ja. Kämpft mit uns gegen die Armut. Dann tut ihr ein gutes Werk. Her mit dem ganzen Leben. Ich bin Mitarbeiterin an der Tafel gewesen und habe das eigentlich positiv gesehen, ne? Dass wir den Menschen, die bedürftig sind, für wenig Geld einen Teil ihrer Nahrungskette, also ihrer Lebensmittel überlassen können. Und wenn ich dann so sehe, was die tatsächlich dann auch mitnehmen, diese Menschen, das ist schon eine ganze Menge. Wir verlangen bei der Homburger Tafel 2 Euro pro Einkauf und dann geht es nach Personenzahl. Also ich fand das zunächst einmal nur gut. Bin mittlerweile nicht mehr so ganz damit einverstanden. Aber ich denke, wir brauchen sie trotzdem, die Tafel. Ich war ganz begeistert von dem Workshop. Ich bin noch nicht lange in der KAB. Bin da so reingerutscht, mitgenommen worden. Und wir hatten diesen Workshop und dann ging es um die Tafel. Und da fiel mir folgende Situation ein, ich bin kein Lidl-Käuferin. Im Urlaub war es aber so, dass Lidl der Nächste war, der dabei war. Und als ich dann nach Hause fuhr, Flaschen abgeben. Und dann stand ich an dem Pfandautomat und las dann das Schild, Pfand kassieren oder für die Tafel spenden. Da habe ich einen Moment überlegt und habe gesagt, nee. Die bezahlen ihre Leute so schlecht. Und ich soll denen das Geld lassen, damit die das an die Tafel geben, damit eventuell Lidl-Mitarbeiter selber bei der Tafel sich ihr Essen abholen? Nee. Das verweist eben, dass es nicht nur um die Frage geht, das ist eine wichtige Caritas oder Politik, ne, als Ursachenbekämpfung oder nur Notlindern, sondern auch um die Frage von Ökonomie, von Wirtschaft und an dem Punkt in ganz vielfältiger Weise, also zum Beispiel die Frage, warum werden Lebensmittel so überproduziert? Oder 3 Sachen kaufen und 1 abgeben. Wer verdient dabei? Wer hat den Verdienst? Das Geschäft. Wir haben ja in dem Spiel eine bestimmte Interpretation gehabt. Ne? Wir hatten einen Traum verwirklicht, nämlich, dass sich die Armen aus ihrer unwürdigen Situation befreien und sagen, wir machen dieses böse Spiel nicht mehr mit. Das ist eine tolle Vision.
Und dieser Vision, das wäre für mich eine Umsetzung der Option für die Armen. Also, das heißt auch, wir haben es eben unten diskutiert mit Kollegen, die eine Tafel betreiben. Wir haben gesagt, Leute, versucht doch mindestens neben eurer Tafelarbeit einen zweiten Strang einzubauen, wo es um strukturelle Armutsbekämpfung geht, wo es darum geht, die Ursachen für Armut aufzudecken, wo es darum geht, die Armen zu befähigen, ihre eigenen Interessen wahrzunehmen. Also ich habe so gefragt, wo waren denn eure Unterschriftslisten, als die Regelsätze für Hartz IV diskutiert worden sind, wo sich die Armen hätten eintragen können, wir fordern einen bedarfsgerechten Regelsatz von 500 Euro, die wir gerade gespielt haben. Ne? Wo waren die Unterschriftenlisten in Sachen Mindestlohn? Wo waren die Querbeziehungen der Tafelkunden mit den Schleckerleuten, ne? Die unterbezahlt sind, und mit den Lidl-Leuten, die unterbezahlt sind? Haben wir diese Tafelschokolade, die gibt es in verschiedenen Varianten, aber diese hier ist hauptsächlich Harzbitter kreiert. Ja. So. Das ist also die Schokolade der KAB Sozialfüchse, die unwürdige Zustände aufdecken, Positives aufspüren, beides öffentlich machen und selbst aktiv werden. Wir werden aktiv mit dem Straßentheater und haben dazugegeben einen Denkzettel, der liegt hier hinten innen drin, der etwas über die Ursachen und die Hintergedanken, die Hinterwelt der wahren Welt ausdrückt. Wir wissen auch oder wir weisen hier darauf hin, dass die Tafeln die Kehrseite des ausgedünnten Sozialstaats sind. Und interessant ist zu wissen, ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, das hängt da zusammen mit einer bestimmten neuen Staatsauffassung. Neoliberaler, schlanker Staat, Zivilgesellschaft wird hochgehoben, der Sozialstaat zurückgedrängt. Und in diesem Zusammenhang ist McKinsey schon 1997 aufgetreten und hat ehrenamtlich sozusagen für die Berliner Tafel und andere Tafeln, die schon existierten, ein Tafelhandbuch erstellt mit diesem Logo Essen, wo es hingehört. Ne? Also dieser Kreis mit Messer und Gabel. Das hat McKinsey gemacht. Also dieselbe Beratungsfirma, die für die Heuschrecken die Firmen zerschlagen hat. Ja? Und McKinsey war auch dabei, als zusammen mit Bertelsmann die Hartz-IV-Gesetze ausgearbeitet worden sind. Da waren die wieder da und haben dafür gesorgt, dass die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nur auf dem Niveau der Sozialhilfe geschah. Und wir sagen, dass die Politiker die eigentlichen Nutznießer dieser Tafelgeschichte sind. Denn die Tafeln entlasten die Politiker von einer Erhöhung der Regelsätze. Denn wir wissen doch, dass die Höhe der Regelsätze auch die Höhe der Mindestlöhne bestimmt. Also je höher die Regelsätze sind, umso höher können die Mindestlöhne sein. Die Regelsätze haben immer eine Art Sockelfunktion gehabt. Deswegen ist es für uns, haben wir gemeinsame Arbeiter und Arme, gemeinsame Interessen, 500 Euro Regelsatz zu fordern und mindestens 10 Euro Mindestlohn. Und wir wissen aus Erfahrung, aber auch durch eine neue Studie der Kölner Caritas, die haben wir gefragt, wie geht es denn den Kunden? Die haben nachgewiesen, dass der Gang zur Hilfe für die meisten Tafelkunden eine erneute Demütigung bedeutet. Ja? Weil dann all diese Vorerfahrungen mit Arge und so weiter, mit dem Arbeitgeber, doch wieder auftauchen und diese elende Lage dann ganz präsent wird. Ja? Sie haben gesagt, die Tafeln werden als Stressräume erlebt, in denen negative Vorerfahrungen gesteigert, stigmatisiert, erfahren, persönliche Abwertung durch die Inanspruchnahme verspürt. Diese ganze Tafelproblematik ist kein Randgruppenthema, sondern geht in gesellschaftliche Zusammenhänge hinein, die man anhand der Instanzen Ökonomie, Staat und Politik und Ideologie versuchen kann, mal in einen Zusammenhang zu bringen. Wir fragen, was für eine Ökonomie haben wir? Eine kapitalistische Ökonomie. Das ist eine Ökonomie, wo diese Beziehung herrscht. So, mit eingesetztem Geld als Kapital werden Waren angekauft, nämlich Produktionsmittel und Arbeitskraft. Im Kapitalismus ist die Arbeit, menschliche Arbeit, eine Ware. Ja? Und mit diesem Ankauf dieser Ware und der Kombination dieser Ware wird ein Prozess der Warenproduktion und des Warenverkaufs angeleiert, der dazu da ist, am Ende mehr Geld herauszuhaben. Also es ist nicht mehr so wie in der vorkapitalistischen Zeit, wo das Geld sozusagen getauscht wurde, um wieder Ware zu kaufen, sondern hier ist der Ausgangspunkt Geld und der Endpunkt ist wieder Geld, und zwar mehr Geld.
Ja? Und dieser Prozess wird immer weitergeführt. Es geht darum, aus Geld mehr Geld zu machen. Das ist, also der Kapitalismus ist die erste und einzige, historisch ein bisschen einzige Gesellschaftsform, die sich nur erhalten kann, indem sie sich ausdehnt. So. Und in der Medizin nennt man etwas, was sich nur erhalten kann, indem es sich ausdehnt, an Krebs. Und deswegen produzieren wir auf Teufel komm raus, weil ja die Lebensmittel nicht dazu dienen, Müller, Meier, Schulz zu ernähren, das auch, dass der Gebrauchswert der Waren, sondern eigentlich mit dieser Warenproduktion Geld zu machen. Das ist der Hauptsinn kapitalistischer Warenproduktion und deswegen ist das ungesteuert. Deswegen geht es nicht um Bedürfnisse, sondern um Geldvermehrung.